die von Annahmen getragen werden, die man nur sexualphilosophisch bzw. sexualideologisch nennen kann. Beispiele sind etwa die Annahme einer spezifischen psychosexuellen Entwicklung, die es vom säuglichen Alter an sexualpädagogisch zu unterstützen gilt. Dies impliziert eine so starke Fokussierung auf das aktuelle sexuelle Lustempfinden, dass die soziale und die entwicklungspsychologische Eingebundenheit dieser sexuellen Lust völlig vernachlässigt wird. Das halte ich nicht für legitim. Sexualität ist wichtig, aber machen wir uns nicht vor. Sie gibt es erst seit etwa 150 Jahren. Vorher gab es sexuelle Praktiken, aber es gab nicht den Begriff Sexualität. Der wurde 1850 gegründet. Übrigens erst in einer Gegenantwort auf den Begriff der Homosexualität. Das heißt, es ist ein psychiatrischer Begriff, der wissenschaftlich versucht, etwas zu erfassen, was vorher noch nicht einmal gedacht worden ist, weil es vorher nur die praktizierte Sexualität war, die überhaupt von Interesse war, sei es von der Kirche, die darin Sünde oder eben nicht Sünde sagen, sei es vom Staat, der darin Straftat oder nicht Straftat sagt. Eine solche Abkehr von der biologischen und entwicklungspsychologischen Fundierung der Sexualpädagogik ist als problematisch zu bewerten und wird noch verstärkt durch die seit 2001 explizit geforderte ausschließliche Basierung auf den Gender Studies. Diese können aber keinesfalls für die Gesamtheit der menschlichen Sexualität gültig beanspruchen, weil sie vom Selbstverständnis nur am sozialen Geschlecht interessiert sind. Das heißt, die biologischen Aspekte und übrigens auch die medizinischen Aspekte interessieren nicht. Das ist einer der Gründe, auch wo die DGSS sagt, das kann doch nicht sein, dass ausgerechnet die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung unglaublich viel zur Sexualpädagogik, zur sexuellen Bildung macht, nicht aber gleichzeitig auch immer wieder darauf verweist, wo auch die gesundheitlichen Risiken von etwa promiskuitiver Sexualität liegen. Die werden Sie aber in den meisten Broschüren zur Sexualpädagogik einfach nicht finden. Die existieren überhaupt nicht. Die eingangs erwähnten sexualpädagogischen Einrichtungen, also ISP, GSP und so weiter, weisen alle eine eindrucksvolle institutionelle und personelle Verzahnung auf. Man findet auch dieselben Namen wie immer wieder. Hier ist aber eben nicht der Platz, da im Detail darauf einzugehen. Daneben gibt es auch private Anbieter von Sexualpädagogik. Genannt seien hier nur Ton und Vite, das MFN-Projekt, die Ärztliche Gesellschaft zur Gesundheitsförderung, die bildungsorientierte Sexualpädagogik von Fit for Love oder auch Teen Star Sexuality Teaching in Context of Adult Responsibility. Die finden aber alle keine Repräsentanz in den offiziellen, ich nenne das eben einfach deswegen, staatlich gefördert, weil es nur eine bestimmte Sicht der Sexualpädagogik ist, die diese staatliche Förderung bekommt. Wer eben diesen Standards nicht entspricht, wie eben zum Beispiel das MFN-Projekt, das sich gezielt an Vorpubertäre richtet, um ihnen biologische Grundlagen beizubringen. Die haben tolles Material, wird von der BZGA nicht vertrieben mit dem Argument, ja, aha, sie machen etwas zum Thema Empfängnis und sie machen etwas zum Thema Geburten, aber wo bleibt denn da die Homosexualität? Richtig, wo bleibt da die Homosexualität? Es ist ein anderes Thema. Weil aber die Standards sagen, im sexualpädagogischen Bereich gehört auch die Homosexualität mit erwähnt, würde das MFM-Projekt nur dann staatlich befördert, wenn es Fruchtbarkeit und Empfängnis im Zusammenhang auch mit Homosexualität darstellen würde. Dann macht das doch, kann man noch ein kurzes Kapitel machen, Homosexuell ist unfruchtbar. Genau. Und der Wissenschaft, dieses Wissensgebiet erforscht, ist eigentlich nicht nur wünschenswert, sondern eine Conditio sine qua non. So wäre es nicht zielführend, besonders Ernährungsverhalten zu unterrichten, ohne die Erkenntnisse der Ökotrophologie
zu berücksichtigen. Es ergibt sich deshalb die Frage nach den pluralistischen Anforderungen an eine Sexualpädagogik ganz selbstverständlich. Wir haben es bei der Sexualpädagogik allerdings mit einem wissenschaftsinstitutionellen Sonderfall zu tun. Die Sexualpädagogik, der Anspruch, selbst eine wissenschaftliche Disziplin zu sein. Also ein Fachgebiet sui generis, dessen Verbindung und dessen Begründung durch selbst die Sexualwissenschaft bestenfalls lose ist. Schwierig. Das heißt, ein Sexualpädagoge ist also jemand, der ist Sexualpädagoge, weil er Sexualpädagoge ist und braucht sich mit allen anderen Wissenschaften gar nicht erst zu beschäftigen, außer denen, die er selbst für sinnvoll hält. Der Hauptgrund dafür, dass sich Sexualpädagogen sich an Kinder und Jugendliche wenden, schwer tun mit der Sexualwissenschaft, mit der ihr in Teilaspekten nahestehenden Sexualbiologie und Sexualmedizin, besteht darin, dass sie aus dem sozialpädagogischen Denken kommen. Dort, an sich in der Sozialpädagogik, herrscht eine Sicht auf die Sexualität, die weniger erkenntnistheoretisch und empirisch bedingt ist, als vielmehr emanzipatorisch im Sinne einer sexpositiven Befreiung von sexnegativen Einflüssen durch Tradition, Kultur und Religion. Es führt leider zu weit, die Sozialpädagogik im Detail darzustellen. Die Sozialpädagogik hat einen bestimmten Blick auf den Menschen und ein Schlüsselwort zum Verständnis der Sozialpädagogik, aus der eben die Sexualpädagogik kommt, ist Social Engineering. Das heißt, man versucht, Menschen nach einem bestimmten Bild zu formen, um sie für die Gesellschaft besonders nützlich zu machen. Es wäre deswegen ein weiteres dieser Rat, die Anfänge und Ursachen dieser Affinität näher zu untersuchen. Man müsste zurückgehen auf die Reformpädagogik, aber interessanterweise eben auch auf die NS-Zeit. Denn im Gegensatz zu dem, was in der sexuellen Revolution angenommen wurde, waren die Nationalsozialisten nicht generell sexualfeindlich, sondern haben Sexualität als eine natürliche Kraft gesehen, um eben bestehende konservative gesellschaftliche Ordnungen aufzulösen. Das ist historisch mittlerweile sehr gut durch die Untersuchungen von Dagmar Herzog belegt. Das ist also nicht eine Annahme. Das heißt, auch wenn sich die Nationalsozialisten gerne als konservativ präsentiert haben, im Bereich der Sexualität galt das Primat, Sexualität ist gut, denn man brauchte ja viele Kinder für den Führer. Die ersten Anfänge dieses Denkens gehen natürlich bis auf Rousseau zurück, aber in ihrer heutigen Ausformulierung haben sie einen großen Rückhalt erfahren durch die Ausformungen durch Wilhelm Reich und dann durch Herbert Marcuse, die beide davon ausgegangen sind, dass es so etwas wie einen Charakterpanzer gibt, den man sprengen müsse, und das Mittel der Wahl zur Sprengung des Charakterpanzers ist der Orgasmus. Empirisch, also ich versuche wirklich die sexualwissenschaftliche Seite zu repräsentieren. Empirisch lässt sich allerdings diese Behauptung, dass Sexualität das Potenzial hat, die Gesellschaft friedlicher und freier zu machen, nicht bestätigen. Auch eine wie auch immer definierte psychosexuelle Entwicklung lässt sich nicht verifizieren. Also ich kann es annehmen, aber empirisch ist es schwierig, da einen Zusammenhang festzulegen. Die wenigen empirischen Belege, die es gibt für sexualitätsähnliches Verhalten bei Kindern, deuten in meiner Wahrnehmung, aber auch an sich in der Wahrnehmung der meisten Sexualwissenschaftler eher auf ein undifferenziertes Befriedigen von generellem körperlichen Lust und Trostverlangen hin. Das heißt, genitales Spielen ist nicht speziell sexuell, sondern ist an sich körperliche Beschäftigung, so wie das Zupfen am Ohrläppchen. Natürlich werden bestimmte Gefühle verursacht, aber es gibt kein Modell, das darauf hinweisen könnte, dass es
zwischen Kleinhänschen, der mit zweijährigen masturbationsähnliche Bewegungen ausführt, und dem Masturbationsverhalten von Hans mit 13 Jahren oder dann mit 14 Jahren. Also der Begriff der Entwicklung wird zumindest unsauber verwendet, weil Entwicklung immer auch bedeutet, ich kann einen kausalen Zusammenhang zwischen einem Vorher und Nachher darstellen. Das hat die Sexualwissenschaft bisher nicht geschafft. Bislang hat sich weder die Entwicklungspsychologie allerdings selbst, das ist sehr schade, mit sexuellen Aspekten beschäftigt, noch hat die SGS versucht, selbst diese Ergebnisse zumindest dann in den Veröffentlichungen zu verwerten. Die einzigen wissenschaftlich verwertbaren Langzeitdaten, die es gibt, sind Untersuchungen von Auswirkungen pädophiler Übergriffe. Das ist sehr zu bedauern, aber beruht eben auch auf dem Selbstverständnis der Sexualwissenschaft und auf den gesetzlichen Einschränkungen, denen sie unterliegt. Was eben auch eines näheren Blicks bedürfte, ist die erstaunliche Nähe zwischen einem sexualpädagogischen Verständnis von positiven Sexualität und den Anforderungen einer neoliberalen Gesellschaft, die ebenfalls den Menschen aus seiner familiären Eingebundenheit, aber auch aus seinen kulturellen und religiösen Wurzeln zu befreien, um sie dann zu perfekten Geldverdienenden und Konsumierenden zu machen. Es ist wert, zumindest andenkenswert, da eine bestimmte Verbindung zu sehen. Denn Sexualität kann durchaus, die ESS wird sich jetzt im Juni versucht, näher mit dem Thema zu beschäftigen, Sexualität kann durchaus auch als ein Konsumgut angesehen werden. Und es ist die Frage, inwiefern dieses Konsumgut Sexualität dann auch sehr gut in neoliberale Vorstellungen an sich von Konsumierbarkeit und auch von einer wurzellosen Individualität passen wird. Kommen wir zur Kritik an den einzelnen Thesen.